Hallo, herzlich willkommen bei Quarks & Co. Heute bin ich nicht alleine, heute bestreite ich diese Sendung mit Jolly. Jolly ist der Hund einer unserer Autorinnen und Jolly hat heute einen ganz großen Auftritt, auch in unseren Filmen. Nun, es geht heute um diese ganz besondere Beziehung zwischen Hund und Mensch. Nun, wenn man keinen Hund hat, dann rümpft man vielleicht die Nase, aber es ist bemerkenswert, Hund und Mensch, das ist eine Geschichte, die sehr lange anhält, wahrscheinlich etwa 30.000 Jahre. Also Odysseus zum Beispiel, als er zurückkehrt von seinen Irrfahrten, wird er nur von einem erkannt und das ist sein Hund. Wir wollen heute klären, wie gut der Hund eigentlich den Menschen versteht, komm mit, und auf der anderen Seite, wie gut wir Menschen auch den Hund verstehen. Gibt es da Missverständnisse? Ja? Was sind die besonderen Fähigkeiten? Es gibt Hunde, die haben tolle Fähigkeiten, die können uns wirklich helfen. Nun, vielleicht sehen Sie also nach der Sendung die ganze Welt der Hunde mit anderen Augen. Ich gebe zu, ich habe hier ein bisschen Bestechung. Aber wir machen zunächst ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, es gäbe die einfach nicht. Es ist kaum vorstellbar, aber wir haben es versucht. Willkommen in einer Welt ohne Hunde. In dieser Welt würde es eines nicht mehr geben. Hundehinterlassenschaften auf Wegen, Bürgersteigen, in Parks. Und ohne Hundehaufen gäbe es ein geringeres Risiko, sich mit Parasiten zu infizieren. Denn viele Hunde werden nicht regelmäßig entwurmt. Etwa 20.000 deutsche Hunde sind Träger von Darmwürmern. Über den Kot verbreiten sich die Eier von Band-, Haken- oder Spulwürmern. Eine Welt ohne Hunde wäre hygienischer. Und der Spielplatzsand für Kinder nicht mehr tabu. Ohne Hunde gäbe es auch weniger allergische Reaktionen. Übrigens, nicht die Hundehaare, sondern Speichel, Schuppen und Urinreste im Fell rufen die Hundehaarallergie hervor. Und eine Berufsgruppe würde sich besonders freuen, die Postboten. Denn 2000 Briefträger sollen jährlich von Hunden gebissen werden. In einer Welt ohne Hunde wären möglicherweise etwa 6 Millionen Deutsche einsamer. Denn Hunde sind für viele wichtige Sozialpartner. Ohne Hunde gäbe es auch weniger Jobs. Gut 100.000 Menschen verdienen ihr Geld mit Hunden. Der Arbeitsplatz von Hundefriseuren, Hundeführern und Hundesittern wäre in einer Welt ohne Hunde verschwunden. Und auch die Hunde selbst haben wichtige Aufgaben. Beispiel Blindenhunde. Ohne Hunde müssten sich etwa 2.000 Menschen mit Sehbehinderung anders behelfen. Ohne ihre vierbeinigen Spezialisten wären Polizei und Zoll ihre besten Spürnasen los. Illegale Substanzen gelangten massenhaft ins Land. In einer Welt ohne Hunde hätten es Schäfer schwer. Denn 1.500 Schäfer in Deutschland sind auf ihren Hütehund angewiesen. Auch Jäger hätten in der Welt ohne Hunde Nachteile. Ohne den geschulten Jagdhund, der das erlegte Wild in Wald und Wiese aufspürt, würde manche Jagd zur Sucharbeit. Eine Welt ohne Hunde wäre auch gefährlicher. Trotz Lawinensuchtechnik bleibt die Hundenase der beste Sensor. Gut, dass dies reine Fiktion ist. Also immerhin scheinen viele von uns das Leben mit Hunden zu bevorzugen. Und das wird auch klar, wenn man sich mal Hunde in Haushalten anschaut. Also hier in Deutschland, das sehen Sie auf der Karte, in 13% der Haushalte findet man einen Hund. Und wenn Sie jetzt denken, Deutschland ist ein Hundeland, schauen Sie sich mal die anderen Nationen an. Belgien 37%, Frankreich sogar 38%. Also Hunde haben es uns angetan. Und man muss fragen, warum. Früher nutzte man Hunde, die mussten dann Haus und Hof bewachen oder die Schafe hüten. Aber heute ist das ja in der Regel nicht der Fall. Also warum stehen so viele Menschen auf den Hund? Man hat einfach immer jemanden, der da ist, der auch nicht nachfragt. Das ist eben schon eine sehr große Bereicherung im Leben. Das sind einfach Engel mit Fell. Sie sind Seelentröster.
Und so passt es zu unserer großen Familie. Ich bin viel an der frischen Luft, ich bin nicht mehr so erkältet. Einfach, er ist immer da, es freut sich immer einer, wenn man nach Hause kommt. Er ist einfach super, er ist souverän, er hat kein Problem mit anderen Hunden. Gut, ich bin alleine, er motiviert mich auch immer wieder. Zu sehen, wie sie lernt und ihr man das alles beibringen kann und ja, es macht einfach Spaß. Er bringt ein wahnsinniges Stück Lebensfreude und aua, es macht Spaß. Ja, das gefällt dir, hä? Seelentröster, Engel mit Fell, Motivator. Hunde machen einfach Spaß. Und für die meisten sind Hunde, ich gebe zu, so etwas wie ein festes Familienmitglied und manchmal schon fast wie ein weiteres Kind. Das ist Suri mit 6 Wochen. Wie viele andere Welpen wird sie bald Mitglied einer Familie sein. Inzwischen ist der Welpe gut 3 Monate alt und in seinem neuen Heim angekommen. Bei Nadine, Alex und dem kleinen Clemens. Und die wollen jetzt alles dafür tun, dass es dem Familienneuzugang gut geht. Dann ist sie erstmal irgendwie die ganze Zeit über die Spielsachen von Clemens hergefallen und sind halt nicht zur Ruhe gekommen. Und wenn sie dann sich ins Bett gelegt hat und mal Ruhe brauchte, dann ist Clemens wieder hingegangen. Und ja, also dass irgendwie nie da Ruhe war. Und wir waren etwas geschockt, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Damit hatten sie nicht gerechnet. Wie viele, die sich einen Hund anschaffen, treibt die Familie nun die Sorge um, wie man einen Welpen überhaupt erzieht. Ratgeber gibt es zuhauf. Der Blick in ältere Bücher verrät, in den vergangenen 100 Jahren hat sich eine Menge getan. Früher wurden Hunde mit Gewalt und Schmerz erzogen. Heute existiert eine Vielzahl von sanfteren Methoden. Je nachdem, welchen Ratgeber man aufschlägt, ist eine strengere oder eine antiautoritäre Erziehung angesagt. Überhaupt, die Themen sind erstaunlich ähnlich wie bei der Kindererziehung. Für frischgebackene Hundehalter eine unüberschaubare Fülle. Viele suchen daher Hilfe bei einer Hundeschule. Während früher nur Problemhunde dort landeten, gehört sie heute zur Hundeerziehung wie die Kita fürs Kind. Ihre Anzahl hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. Über 2000 Hundeschulen werben mit unterschiedlichsten Angeboten. Nadine und Alex haben eine Hundeschule gefunden. Ab jetzt treffen sie sich jeden Sonntag mit einem Trainer und 10 weiteren Welpenbesitzern auf dem Hundeplatz. Das Häufigste, was schiefläuft, ist, dass die Hunde unkontrolliert werden. Dass die Hunde einfach am Anfang bespaßt und bespielt werden, relativ grenzenlos aufwachsen und damit die Menschen die Kontrolle über den Hund verlieren. Schau, dass du den Hund motivierst, bei dir zu bleiben, dass er gar nicht erst weg möchte. Immer das oberste Gebot, ich möchte erreichen, dass der Hund nicht weg möchte, weil es bei mir toll ist. Der Hund soll nicht weg wollen, weil es bei Frauchen toll ist. Hundeerziehung mit Anleitung und Ausprobieren. Jedes Mal lerne ich wieder was Neues dazu. Und der Hund muss natürlich auch entsprechend dazu lernen. Ich möchte jederzeit irgendwo hingehen können, dass er liegt, dass er kein Kind beißt, dass er sich friedlich verhält, dass ich keine Probleme habe. Momentan sind sie noch alle Welpen, da sind sie noch alle süß, alle klein. Aber wenn irgendwann alle ausgewachsen sind und zwischen 20 und 40 Kilo die Hunde haben, sind sie nicht mehr süß. Und dann müssen sie halt gehorchen. Heißt, mit der Welpenschule alleine ist es nicht getan. Viele buchen für ihre älteren Hunde gleich den Folgekurs. Überhaupt, Hundehalter müssen ständig weiter üben. Auch für zu Hause gibt es Tipps. Kind und Hund sollten erstmal Abstand bekommen, durch Gitter. Clemens kann jetzt ungestört spielen, Suri schlafen. Und dann kommt das nächste Pflichtprogramm für Hundebesitzer, Hundeflüsterer im Fernsehen. Weltweit verfolgen Millionen zum Beispiel die Erziehungsmethoden von Cesar Millan. In seiner Sendung wird er als dominanter Hundebezwinger dargestellt. Mit starken Posen und selbstbewusster Haltung demonstriert er, dass der Mensch der Chef im Rudel sein soll. Beliebt, aber in Fachkreisen gilt das Dominanzgebaren als überholt. Dennoch tragen solche Sendungen zum Run auf Hundeschulen bei. Im Fernsehen wird halt gezeigt, dass es wichtig ist, Hundeschule zu machen. Die Leute finden das toll, was da passiert. Die sehen, da kommt jemand und
erklärt kurz was und anschließend funktioniert alles. Und dann sind sie halt enttäuscht, wenn sie in die Hundeschule kommen und das nicht so funktioniert, sondern dass man selber auch einiges dazu beitragen muss. Erziehung ist nicht einfach. Auch nicht bei Hunden. Und bis Suri zu einem gut erzogenen Familienmitglied geworden ist, müssen ihre Besitzer noch einiges leisten. Also eine gewisse Hundeerziehung braucht es schon. Aber das Interessante ist, da haben sich auch Dinge verändert. Früher dachte man immer, der Mensch ist das Alpha-Tier, der steht ganz oben im Rudel und der Hund ganz unten. Und man nahm Bezug auf Wölfe. Nun, das ist ein Missverständnis der Forschung, denn Wölfe wurden damals nur in Gefangenschaft untersucht. Aber in der freien Wildbahn verhalten die sich anders. Und sie bilden, komm hier drauf, hopp, die bilden tatsächlich Gemeinschaften, die sehr sozial sind. Also, da hat sich auch etwas verändert. Nun, wir stehen alle auf den Hund. Und einige stehen so sehr drauf, dass man sich schon manchmal fragen muss, wie das eigentlich so mit der Liebe zwischen Mensch und Hund ist. Wenn Hunde sprechen könnten, die hätten einiges zu sagen. Jetzt mal ehrlich, ihr Menschen. Ohne euch wären wir noch immer Wölfe. Ja. Tja, Hund und Mensch, das ist manchmal schwierig. Menschen erwarten ganz schön viel von uns. Fast so, als wären wir auch Menschen. Reden wir über die kritische Hund-Mensch-Beziehung. Ja. Okay, wir sollen mehr Sport machen. Das hält auch fit. Dem Menschen geht's doch ums gemeinsame Training. Aber muss es gleich Hunde-Yoga sein? Ist doch entspannend und angeblich gesund. Vielleicht braucht man dann keine künstliche Hüfte. Für 2500 Euro pro Hüftknochen. Oder am Ende einen Hunderollstuhl. Gegen eine Zahnbehandlung hätte ich aber nichts. Das ist doch eher eine kosmetische Frage. Ja. Und dann die Sache mit dem Fressen. Fressen? Fressen? Futter ist nicht gleich Futter. Ja. Normalerweise fressen wir ja das Zeug aus der Dose. Ist zwar oft nur das, was im Schlachthof übrig bleibt. Macht aber satt. Kennt ihr Barf? 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 Barf. Biologisch artgerechtes Futter. Mit viel frischem Fleisch. Gibt's nur in speziellen Hunde-Barfläden. Ist jedenfalls teuer. Na und? Njam, njam. Ich kenn dafür Hundebier. Prost. Ist ohne Alkohol. Schmeckt aber... Ja. Nach Rinderbouillon. Oder die Hundekuchenbäckerei. Schleck. Schleck. Ja. Gibt es in fast jeder großen deutschen Stadt. Da kann man handgemachte Hundekuchen kaufen. Ohne Konservierungsstoffe? Gibt's in allen Formen. Wow. Anderes Thema. Hundemode. Oh ja, Mode. Für jeden was dabei. Klar, es gibt alles. Vom edlen Halsband. Über sehr schicke Pulloverchen. Bis zum Regen- oder Wintermantel. Und schönem Lack für sexy Hundepfoten. Also, ich bin am liebsten nackt. Und wer macht diese schicken Klamotten? Natürlich eine Hundemode-Designerin. Verrückt. Und wie? Und wie steht es mit den Medien? Ja. Ich darf jetzt Fernsehen. Echt? Und wie lange? Und was? Na, DocTV, der neue Fernsehsender für Hunde. Au ja. Kein Wunder, dass viele Hunde spinnen. Aber da gibt es doch Hilfe. Von wem? Ist doch klar. Vom Hundepsychologen. Da darf man auf die Couch. Wirklich? Wie gemütlich. Ich glaube, ich krieg Kopfschmerzen. Oh ja. Also da kriege ich auch Kopfschmerzen. Aber mit all den Extras und Moden wird ja auch gut Geld verdient. Und selbst Hunderassen sind Moden unterworfen. Schauen Sie mal hier, das ist ein Chihuahua. Der ist gerade mal 20 cm im ausgewachsenen Zustand. Im Vergleich dazu ein irischer Wolfshund, Schulterhöhe 80 cm. Und man muss sich klar machen, es gibt ganz viele verschiedene Rassen,
Also alles das wurde gezüchtet in den letzten 150 Jahren, nicht immer zum Wohle des Tieres. Bei Chihuahuas zum Beispiel gibt es Probleme mit den Augen oder bei den ganz großen Hunden Schulterprobleme. Nun, der Mensch ist ein bisschen selber daran schuld. Und dann gibt es natürlich auch die bekannten Filmhunde. Rin-Tin-Tin, der Schäferhund, er spielte in 26 amerikanischen Spielfilmen mit. Oder dann, das ist dann mehr meine Zeit, Lassie. Hier mit der ganz jungen Liz Taylor. Ja, Lassie ebenfalls ganz bekannt. Oder wenn wir mehr in die Gegenwart zoomen, der Mops bei Man in Black. Oder Marley, der Labrador. Beziehungsweise, inzwischen sieht man sie immer häufiger, der Ossi bei den fünf Freunden. Nun, es gibt ja so eine These, die sagt, Hund und Mensch, die finden sich irgendwo, da gibt es Charaktereigenschaften, die ganz ähnlich sind, sowas wie ein Parallelhund. Wir haben hier mal unsere verschiedenen Hundehalter und Hunde. An der Stelle übrigens danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Und da kann man das vielleicht erahnen. Aber was ich noch interessant dabei finde, ist, die meisten Menschen entscheiden sich nicht für einen Rassehund, nein, für einen Mischling, so wie Jolly. Jolly, wo bist du? Ist auch ein Mischling. Und dann gibt es noch die Pitbulls, die Bullterrier. Die American Staffords. Wir kennen sie auch unter dem Begriff Kampfhunde. Vorurteile haben wir alle. Angst vor solchen Hunden haben viele. Das sind Schröder und Schnecke. Schnecke ist ein American Stafford. Schröder ein Pitbull. Eigentlich dürfte es die beiden gar nicht geben, denn Zucht und Handel mit diesen Rassen sind in Nordrhein-Westfalen verboten. Im Landeshundegesetz stehen sie auf der Liste der gefährlichen Hunde, gelten damit von Geburt an als gefährlich. Karin und Thomas arbeiten für den Tierschutz und haben Schröder aus dem Tierheim. Das ist legal. Sie leben in Köln und gehen täglich mit dem Hund unter Menschen. Das Gefährlichste am Schröder ist eigentlich, wenn er sich zu sehr freut, dass er einen von uns beiden oder einen von uns zu Hause eine blaue Nase gibt. Sonst ist der Schröder absolut sauber mit Menschen. Verlässlich. Aber warum stehen die Namen dieser Rassen auf der Liste? Die Geschichte beginnt vor etwa 300 Jahren mit grausamen Kämpfen. Man kreuzte Bulldoggen mit Terriern und schickte die Tiere zum Schaukampf gegen Bullen oder andere Hunde in die Pit, englisch Kampfarena. Die Hunde waren nach den Kämpfen häufig schlimm verletzt. In den Familien der Hundebesitzer päppelte man sie wieder auf. So wurden sie zu beliebten Familien- und sogar Filmhunden. I want a double order of ham and eggs. Wie der Pitbull Petey, der in den 20er Jahren in der amerikanischen Serie Die kleinen Strolche als treu und harmlos dargestellt wurde und zum gutmütigen Gefährten der Kinder wird. Doch auch die illegalen Kämpfe mit Pitbulls und Co. gingen wie hier in London weiter. Die muskulösen Hunde wurden zum Statussymbol im kriminellen Milieu. Und dort gezielt auch als Waffe eingesetzt. Ihre Halter richten sie ab, bringen ihnen bei, nicht loszulassen. Eine angeborene Kiefersperre, wie oft behauptet, hat der Pitbull nicht. Dann im Jahr 2000 die Eskalation auf einem Schulhof in Hamburg. Ein Kind wird totgebissen. Von dem Pitbull eines Kriminellen ohne Haltererlaubnis. Presse und Politiker aller Bundesländer reagierten sofort. Die Kampfhunde müssen weg. Kampfhunde sind lebende Waffen und damit eine potenzielle Gefahr. Auch in NRW wird schnell ein Hundegesetz verabschiedet, das sogenannte Kampfhunde verbietet und Haltern strenge Auflagen vorschreibt. Ob aber die Aggression wirklich in den Genen liegt oder von verantwortungslosen Haltern anerzogen wird, das wurde nicht geklärt. Von daher bestand ein absoluter Zuchtzwang und da wurden eben Hunderassen als schlecht oder als aggressiv verteufelt, obwohl niemand bewiesen hat und beweisen kann, dass diese Rassen ein höheres Aggressionspotenzial haben, von der Geburt.
Schröder, der Pitbull, ist ein umgänglicher Stadthund. Zu kämpfen hat er nie gelernt. Welches Maß an Angriffsbereitschaft, welches Maß an Aggression da ist, kommt nicht vom Erbgut. Es kommt meistens durch den Menschen, der das eben fördert oder eben hemmt. Studien belegen, diese Listenhunde reagieren nicht aggressiver als andere Hunde. Selbstverständlich ist jeder große Hund potenziell in der Lage zu verletzen. Das gilt aber auch für Nicht-Listenhunde wie Retriever, Bernhardiner oder Schäferhunde. Trotzdem müssen nur Besitzer von Pitbulls und Co. so viele Auflagen erfüllen. Warum tut man sich das an? Zum einen, Schröder, bleibst du unten. Zum zweiten ist es so, dass die Alternative lebenslang Tierheim ist. Die fahren einfach ein und sterben im Tierheim. Für Pitbulls, Bullterrier und andere Listenhunde ist hier oft tatsächlich die letzte Station, obwohl fast alle noch nie jemanden gebissen haben. Nun, die Experten sind sich einig. Nicht der Hund ist das Problem. Das Problem ist auf der anderen Seite der Leine. Nun, die meisten Bisse, die ereignen sich oft in Familien. Und man kann sich fragen, was läuft da schief? Es hat viel mit Kommunikation zu tun. Ganz konkretes Beispiel. Sie haben vielleicht selber keinen Hund und sind verunsichert, wenn ein Hund auf Sie zukommt. Nun, in der Regel ist das eigentlich unbegründet. Halten Sie die Hand hin, der Hund schnüffelt dran und gut ist. Natürlich gibt es auch eine Körpersprache, die man richtig lesen muss. Also in dem Falle ist klar, da sollte man eher einen Bogen drumherum machen. Aber es gibt eben auch Missverständnisse. Zum Beispiel, wenn ein Hund in etwa so aussieht, was meinen Sie? Nun, er duckt sich, er legt die Ohren an. Dieser Hund signalisiert, ich bin unsicher. Und da sollte man besser Abstand halten. Wenn man das nicht tut, hat er vielleicht Angst und dann schnappt er zu. Also in anderen Worten, wir sollten auch eher auf die Körpersprache achten. Dann können wir den einen oder anderen Unfall vermeiden. Jolly, komm mal mit. Nun, Hunde, die gehen zurück auf eine wunderbare Beziehung. Guck mal hier, das sind deine Vorgänger, nämlich Wölfe. Vor 30.000 Jahren hat das Ganze begonnen. Und ich hatte selber mal das Glück, ein bisschen Zeit mit Wölfen zu verbringen. Und man merkt, das ist eine besondere Beziehung. Nun, daraus ist nach und nach der domestizierte Hund geworden. Und man kann sich nun fragen, was hat sich da verändert? Also gibt es Veränderungen zwischen Wolf und Hund? Wölfe und Hunde. Hier leben beide unter vergleichbaren Bedingungen und in engem Kontakt zu Wissenschaftlern. Am Wolfsforschungszentrum Ernst Brunn bei Wien untersuchen Forscher das Verhalten der Tiere. Sie sollen das Vertrauen haben, dass sie mit uns arbeiten können. Ziel ist wirklich, dass sie sich wohlfühlen, dass die Arbeit Spaß macht und dass sie uns zeigen können, was sie eigentlich drauf haben. Wie also lösen Hund und Wolf verschiedene Aufgaben? Im ersten Test sollen sie einen Leckerbissen am Seil erobern. Zunächst Hund Oskar. Er hat zwei Seile zur Wahl, nur an einem hängt Fleisch. Die Seile liegen parallel. Kein Problem für ihn. Na, super. Jetzt überkreuzen sich die Seile. Oskar wählt das Falsche, immer wieder. Ja, Ossi. Hallo, Schima-Mäuschen. Komm mal. Dann ist Wölfin Schima dran. Auch Schima scheitert, wenn die Seile überkreuz liegen. Ja, das war das Falsche. Die haben einfach dieses physikalische Verständnis von der Verbundenheit nicht. Was jetzt wieder nichts heißt, dass sie nicht andere Dinge durchaus verstehen können. Aber das verstehen sie nicht. Im nächsten Experiment versteht Wolf Aragon zum Beispiel sehr schnell, dass es sich lohnt, unter dieser Abdeckung nach einer Portion Frischfleisch zu suchen. Die Forscher ändern den Versuchsaufbau. Wie reagiert der Wolf, wenn er die Schüssel nicht mehr einfach wegschieben kann? Aragon versucht hartnäckig eine Lösung zu finden. Erst nach mehreren Minuten gibt er auf und blickt zum Menschen. Jetzt ist Hündin Bora an der Reihe. Auch ihr haben die Forscher zunächst gezeigt, dass unter der Abdeckung etwas zu fressen liegt. Und auch bei ihr ist die Schüssel nun festgeschraubt. Schon nach weniger als einer Minute gibt sie auf. Alle Versuchshunde zeigen das gleiche Verhalten.
Sie wenden sich nach kurzer Zeit an den Menschen. Worauf es ankommt, wissen wir nicht. Es kann sein, dass es wirklich darum geht, nach Hilfe zu fragen. Oder es kann sein, einfach, dass sich die Ausdauer der Tiere geändert hat, weil der Hund natürlich auch nicht mehr so viel jagen geht. Beim nächsten Experiment mit zwei Eimern soll Wölfin Shima eine Geste deuten. Shima, look. Die Versuchsleiterin zeigt auf den Eimer, in dem Fleisch ist. Bravo. Richtig. Mal wählt die Wölfin den Eimer mit Fleisch. Shima, okay. Mal nicht. Sie reagiert scheinbar nicht auf den Fingerzeig. Die Treffer sind Zufall. Yeah, this was wrong now. Yeah, I'm sorry. Jetzt Hund Oscar. Look. Oscar, look. Er versteht die Zeigegeste richtig. Immer. Also diese Zeigegeste, da geht es halt wirklich um die Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Die Zeigegeste ist natürlich was ganz Spezielles, weil wir benutzen unsere Hand. Es ist also nicht irgendwas, was ein Tier, was nicht viel mit Menschen zu tun hat, wirklich kennt. Es ist nicht wirklich was, was Tiere untereinander nutzen. Das nutzen nur Menschen, diese Zeigegeste wirklich. Selbst Schimpansen, die Arme haben, nutzen untereinander nicht die Zeigegeste. Sie schauen, wenn irgendwas interessant ist. Das Zeigen untersuchen die Forscher noch intensiver an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Hier sind normale Haushunde die Probanden. Hündin Akina nimmt in einem sogenannten Eye-Tracker Platz. Das Gerät kann die Blickbewegungen des Hundes verfolgen. In dieser laufenden Studie wollen die Forscher herausfinden, wie Hunde genau die Zeigegeste beobachten. Bei Akina jedenfalls folgt der Blick, hier mit dem roten Punkt gekennzeichnet, tatsächlich sehr präzise den menschlichen Gesten. Können Hunde auch die menschliche Mimik wahrnehmen? Beim nächsten Test hilft Hund Tudor den Forschern, diese Frage am Touchscreen zu klären. Er verdient sich ein Leckerli, wenn er Bilder mit lächelnden Mündern berührt. Stupst er unfreundliche Münder an, gibt es nichts. Schon bald wählt er nur noch den freundlichen Gesichtsausdruck, wie die meisten Hunde in dieser Studie. Doch plötzlich werden statt den Mündern Augen gezeigt. Die meisten Hunde entscheiden sich auch dann sofort wieder für das freundliche Gesicht. Ein Beleg, dass sie Gesichtsausdrücke unterscheiden können. Er muss sich in unserer Welt zurechtfinden. Insofern muss er auch auf die ganzen Details achten, die in dieser Welt wichtig sind. Und das Wichtigste in dieser Welt, um sich hier zurechtzufinden, ist der Mensch. Weil der Mensch im Prinzip sagt, was er tun und lassen darf. Wolf und Hund. Was die Domestikation bewirkt hat, zeigen die Tests der Wiener Forscher. Hunde scheinen sich schon sehr auf den Menschen eingestellt zu haben. Und manche Menschen auch schon ziemlich auf den Hund. Nun, es gibt noch weitere Versuche, zum Beispiel vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Hier sehen Sie, was passiert. Da gibt es eine Plexiwand und eine Holzwand. Dahinter ein Ball. Die Versuchsteilnehmerin kann natürlich den Ball nur hinter der Plexiglasscheibe erkennen. Und der Hund apportiert, und zwar immer den Ball, der sichtbar hinter der Plexiglasscheibe ist. Und dann wird das Experiment etwas verändert. Ab jetzt erkennt die Dame keinen der Bälle. Und ab dann ist es so, dass der Hund auch den für die Teilnehmerin unsichtbaren Ball apportiert. Nun, die Wissenschaftler sagen, das ist ein Beleg dafür, dass sich der Hund sogar in die visuelle Perspektive des Menschen hineinversetzen kann. Nun, all diese Versuche machen eines deutlich. Der Hund, der hat sich extrem gut auf uns eingestellt, eigentlich so gut wie kaum ein anderes Tier. Und was ich so interessant finde, ist, Hunde haben Eigenschaften, die uns Menschen zum Teil auch verändern. Also ganz einfach, wenn Sie sich einsam fühlen, gehen Sie mal mit Hund Gassi Gassi. Sie werden merken, Sie treffen ganz viele andere Menschen. Also Hunde sind wahre Eisbrecher. Und es gibt einige, die sagen, die sind noch mehr als das. Hunde tun einem gut. Hunde, ja, die machen einen sogar gesund. Nun, wir sind da skeptisch, aber wir haben eine Menge Studien gelesen und geprüft. Tun Hunde wirklich gut? Können sie uns sogar gesünder machen? Hundebesitzer sind davon überzeugt. Und es gibt einige Studien, die darauf hinweisen. Wie viele andere gehen auch Emma und ihr Frauchen morgens spazieren.
Es klingt banal, aber scheint nun auch wissenschaftlich gestützt. Hunde können uns auf Trab bringen. In Japan ergab das eine Umfrage. Danach steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Mensch ausreichend bewegt, um 54%, wenn er einen Hund hat. Mehr als 5000 Menschen wurden dazu befragt. Die Daten von 400.000 Taiwanesen zeigen es konkreter. Wer vorher träge war und nun täglich 15 Minuten flott spazieren geht, verlängerte dort seine Lebenszeit um 3 Jahre. Das Auto benutzen Emma und ihr Frauchen eher selten. Aber alleine Emmas Begleitung scheint sich positiv auf Frauchen auszuwirken. Und könnte ihr Herz schützen. Darauf deutet eine Studie aus den USA hin. 369 Amerikaner wurden 1 Jahr lang nach einem Herzinfarkt beobachtet. Hundebesitzer überlebten häufiger. Nur einer von 87 starb. Ohne Hund starben im Verhältnis 6-mal so viele. 19. Und über 5000 Probanden in Australien zeigten, Menschen mit Hund haben einen etwas niedrigeren Blutdruck. Wie immer mehr Hunde in Deutschland hat Emma einen Job. Sie ist seit 3 Jahren ein sogenannter Schulbegleithund, unterstützt ihr Frauchen, eine Sozialpädagogin. Für den Schulhund gibt es noch keine allgemein anerkannte Ausbildung, aber in Begleitung eines Lehrers kann er auf Schüler einen positiven Effekt haben. Allgemein gilt, friedliche Hunde scheinen Stress zu mindern, in der Schule und im Büro. In den USA wurden 450 Menschen in Büros untersucht. Über Speichelproben hat man das Stresshormon Cortisol gemessen. Das Ergebnis? Mitarbeiter, die mit ihrem Hund zur Arbeit kamen, bildeten weniger Stresshormon als Mitarbeiter ohne Hund. Schulhunde wie Emma sollen Kindern Ängste nehmen, so die Idee. Aber ob Kinder wirklich langfristig lieber zur Schule gehen, besser lernen und aufmerksamer sind, wenn ein Hund im Unterricht anwesend ist, da fehlt es bis heute an handfesten Daten. Aber vielleicht hilft dir das Eis zu brechen, wenn Lehrer mit zurückhaltenden Schülern in Kontakt kommen wollen. Erwiesen dagegen ist, dass Hunde Aufmerksamkeit wecken. Das hat man in Irland mit 1800 Personen getestet. Wer einen Hund dabei hatte, der wurde häufig angelächelt und angesprochen. Ohne Hund deutlich weniger. Am meisten Aufmerksamkeit bekamen Menschen mit Labrador oder einem Welpen an der Leine. Dafür braucht es eigentlich keine Studien. Hunde wie Emma ziehen schon allein durch ihr weiches Fell Kinder an, die den Hund streicheln wollen. Damit steht sie schnell mit fast allen Kindern in Kontakt. Wie die Kinder und ihr Frauchen braucht auch Emma immer wieder eine Pause. Am meisten bringt Emma aber sicherlich für ihr Frauchen. Eine große Studie mit insgesamt über 10.000 Befragten in Deutschland und Australien zeigt, Heimtier, also auch Hundebesitzer, gehen etwa zu 17% seltener zum Arzt. Eine chinesische Untersuchung mit mehr als 3.000 Frauen und ihren Hunden kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Das Hundegutun liegt zwar nahe, aber all die Untersuchungen liefern bis heute nur Hinweise. Wo sich aber alle Experten einig sind, wenn Hunde dem Menschen guttun sollen, dann muss es auch den Hunden selber gut gehen. So wie Emma. Es gibt auch Hunde, die regelrecht im Dienst von uns Menschen stehen. Wir kennen sie, zum Beispiel Blindenhunde oder Assistenzhunde. Unglaublich, was die alles schaffen. Die können zum Beispiel die Tür aufmachen oder wenn das Telefon klingelt, apportieren sie es. Und was ich besonders toll finde, ist, die räumen sogar die Waschmaschine aus. Also wir könnten zu Hause, glaube ich, auch einen solchen Hund gebrauchen. Und dann werden Hunde natürlich auch aufgrund der tollen Riechleistung eingesetzt, als Spürhund zum Beispiel für Drogen oder für Sprengstoff. Und gerade die Riechleistung des Hundes ist atemberaubend. Ich mache Ihnen das mal klar. Wir Menschen, wir haben keine schlechte Nase und wir besitzen 5 Millionen Riechzellen. Und das vergleichen wir mal mit einem Hund. Nehmen wir mal einen Dackel. Der ist klein, aber
Die Zahl der Riechzellen atemberaubend, schon 125 Millionen. Andere Hunde, wie zum Beispiel Schäferhunde, haben noch mehr Riechzellen, über 200 Millionen. Und wenn man sich klar macht, alleine das Areal im Gehirn, was für Riechen zuständig ist, ist beim Hund 10-mal größer als bei uns Menschen. Und man kann das auch anhand von Experimenten verdeutlichen. Hier ein Beispiel, das hier ist Buttersäure. Nun, wir Menschen, wir riechen Buttersäure, und zwar einen kleinen Tropfen in einem Liter Wasser. Das ist unsere Nase. Im Vergleich dazu, ein Tropfen beim Hund, den kann ich noch verteilen in einem Riesenpool mit 1 Million Litern. Und der Hund nimmt es immer noch wahr. Also das zeigt Ihnen einfach, wie grandios das Riechvermögen der Hunde ist. Es ist so toll, dass sogar die Medizin sich dafür interessiert. Der Lungenchirurg Thorsten Wallis ist auf eine der tückischsten Krebsarten spezialisiert. Er behandelt Menschen mit Lungenkrebs. Dass er es in seinem Fachgebiet einmal mit Hunden zu tun haben wird, hätte er nie gedacht. 2010 kam dann die Anfrage zu einer Studie mit Hunden, die Krebs aufspüren sollen. Ich bin als Naturwissenschaftler erzogen worden und habe von meinem persönlichen Hintergrund jetzt auch keinen besonderen Zugang zu Tieren. Und die Idee, dass jetzt einer mir einen süßen Hund präsentiert und sagt, dieser Hund kann jetzt dir helfen, Diagnostik zu machen, die erschien mir so ein bisschen weit hergeholt. Dennoch machte er mit und begleitete die ersten Testläufe, bei denen ausgewählte Hunde an Atemproben schnüffeln sollten. Von den 5 Teströhrchen enthielt nur eines die Probe eines Krebskranken. Bei insgesamt 40 Testläufen erkannten alle Hunde immer das Röhrchen mit der Krebsprobe. An diesem Nachmittag habe ich gelernt, dass irgendwas an der Geschichte dran sein muss, weil 40 Mal richtig ist mehr als der normale erwartbare Zufall. Auch bei der eigentlichen Studie, die dann folgte, soll Spezialwatte die Duftstoffe aus dem Atem speichern. In die so präparierten Röhrchen haben die verschiedenen Probanden hineingepustet. Gesunde, Lungenkrebspatienten und Menschen mit anderen Lungenkrankheiten. Dann kamen 4 vorab trainierte Spürhunde an die Reihe. Ihre Aufgabe? An 220 Proben riechen. 72% der Krebsproben zeigen sie richtig an. Sogar unabhängig davon, ob die Probanden vor der Atemprobe gegessen oder geraucht hatten. Das legt nahe, dass die Hunde bestimmte Stoffe im Atem der Krebspatienten erschnüffeln konnten. Aber welche? Die Hunde haben uns einmal gezeigt, dass sie in der Lage sind, Dinge zu finden, die wir im Moment nicht nachweisen können. Und die Herausforderung ist jetzt mit der wissenschaftlichen Diagnostik, mit den Geräten, die wir haben, quasi den Hunden hinterherzulaufen und zu schauen, was jetzt der Schlüssel zu deren Erfolg ist. Diese krebsanzeigenden Stoffe im Atem zu erkennen, hat sich 2015 eine neue Studie vorgenommen. Von einer Stiftung, der ISUS, gefördert, sind hier gleich mehrere Universitäten und Kliniken beteiligt. Auch hier sollen die Hunde die Atemproben von Krebskranken durch Verharren vor der Probe anzeigen. Mit den gleichen Atemproben treten im Labor der Uniklinik Marburg derzeit hochempfindliche Messgeräte mit den Hundenasen quasi in Konkurrenz. Sie sollen die krebstypischen Besonderheiten, die die Hunde riechen, erstmals chemisch nachweisen. Doch bislang ist es noch keinem Laborsensor gelungen, in den tausenden möglichen Verbindungen der menschlichen Atemluft den Krebsmarker zu entdecken. Die Hunde sind in der Lage, was immer sie riechen, unter diesen ganzen Umgebungsgerüchen rauszufiltern. Die Maschinen, die wir im Moment haben, können das nicht. Die Suche nach Geruchsmarkern für Krebs geht also weiter. Die Spürhunde können dabei helfen, sie herauszufinden. Hunde direkt im Krankenhaus einzusetzen, ist für Professor Wallis keine Option. Umso mehr aber, in Zukunft einen sicheren Labortest zur Frühdiagnose zu finden. Ich schaue mir dann noch einmal die Wunde an, ja? Denn bei seinen Patienten wird selbst bei bestehendem Verdacht auf Lungenkrebs mit den klassischen Verfahren, Röntgen oder Computertomographie, die Erkrankung oft sehr spät diagnostiziert. Das große Thema bei Krebs ist Angst. Angst vor dem Krebs. Deswegen wäre ein Test
mit dem wir sehr früh sagen können, du hast keinen Krebs und das mit hoher Sicherheit. Etwas, was wir gerne unseren Patienten anbieten würden. Und ein chemischer Geruchsmarker böte auch Chancen, früher und schonender zu operieren und so mehr Leben zu retten. Die Hundenase ist wirklich außergewöhnlich. Und auch die Bundesanstalt für Materialforschung arbeitet derzeit an einer Studie mit Hunden, um die Krebsmarker im menschlichen Atem aufzuspüren. Wir werden dranbleiben. Nun, all diese tollen Fähigkeiten der Hunde, die dienen uns Menschen. Und wenn man sich mal die Beziehung Mensch-Hund anschaut, mitunter wirkt sie vielleicht auch sogar ein wenig skurril. Zum Beispiel, wenn man eine Katze dazu befragt. Das sind schon seltsame Geschöpfe, diese Hunde. Die Welt der Menschen ist ihr ein und alles. Dabei sind sie doch Tiere. Wann sie andere Hunde treffen, wohin es geht, einfach alles lassen sie sich vom Mensch diktieren. Selbst ohne Leine bleiben sie bei ihm. Potenzieller Beute dürfen sie nur hinterher schauen. Ihr Fressen lassen sie sich zuteilen. Selbst dafür sorgen, für Hunde unvorstellbar. Sie sind abhängig vom Menschen und lassen sich für deren Hobbys einspannen. Jedes noch so sinnlose Kunststückchen machen sie mit. Ohne den Menschen sind Hunde völlig verloren. Wenn er mal weg ist, warten sie so lange, bis er wiederkommt. Und dann gibt's eine Begrüßungszeremonie, als ob Jahre vergangen wären. Und Herrchen ist tatsächlich gerührt. Guter Junge. Guter Junge. Fein. Die Menschen scheinen gerne Zeit mit ihren Hunden zu verbringen. Kein Wunder, Hunde stellen sich komplett auf ihre Menschen ein. Sie ziehen sie sogar anderen Hunden vor. Das macht sonst kein Tier. Körperkontakt und Hundeblick, damit kriegen sie alle rum. Da werden Glückshormone ausgeschüttet und die Bindung zwischen Mensch und Hund immer stärker. Hunde scheinen den Menschen manchmal sogar Trost zu spenden. So sind Katzen nicht. Hunde sind clevere Beobachter. Ihren Besitzer kennen sie in- und auswendig und registrieren nicht nur, was er tut, sondern auch, worauf sich seine Aufmerksamkeit gerade richtet. Das ist für Hunde ziemlich nützlich. Ein Hund weiß genau, wann die Luft rein ist. Wird er doch mal erwischt, kann er die Menschenmiene perfekt deuten und erkennen, ob es Ärger gibt. Dann setzt er schnell dieses Gesicht auf. Dass das immer zieht, hat er längst gelernt. Im Gegensatz zu Katzen sucht der Hund geradezu den Blickkontakt mit den Menschen. Das löst bei beiden einen Hormonschub aus, ähnlich wie zwischen Mutter und Kind. Clever. Der Mensch kann dann gar nicht anders, als ihn zu verwöhnen. Ein wahres Erfolgsrezept. Gut behütet und versorgt leben so über 6 Millionen Hunde mit ihren Menschen in Deutschland. Und es werden immer mehr. Also ihr seid schon irgendwie bemerkenswert. Ihr versteht nicht nur andere Hunde, ihr versteht auch uns Menschen. Und zum Schluss noch eine kleine Skurrilität. Fein. Das war's für heute. Und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Kommt schon. Täglich pumpt das Herz rund 8000 Liter Blut, um unseren Körper am Leben zu halten. Aber das ist längst nicht alles. Das Herz beeinflusst auch unsere Gefühle und sogar unsere Entscheidungen. Ein neuer Blick aufs Herz. Das nächste Mal bei Quarks & Co. am Dienstag um 21 Uhr.